So, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Spiel. Dieses Mal spielen wir offensichtlich 13. Ich habe schon mal ein Profil erstellt und ein paar Einstellungen vorgenommen. Ich will jetzt auch gar nicht lange reden. Und einfach ein neues Spiel starten. Erzähl ich noch was? Nö, wir legen einfach los. Ich werde das Werk, das mein Bruder William begonnen hat, fortsetzen. Und ja, es wird wieder ein Sheridan ins Weiße Haus einziehen. Sind Ihre Sesselfurzer vom FBI in der Lage, die Mörder von Sheridan zu fassen, Colonel Amos? Ich bezweifle es. Behalten Sie Ihre Meinung für sich, General Carrington. Wie Sie wissen, können wir ohne Beweise keine Untersuchung führen. Niemand kann mich davon abhalten, meine eigene Nachforschung anzustellen. Verstehen Sie, Amos? Niemand! Nummer 13 wird nicht mehr lange ein Problem sein. Meine Herren, die Operationen können beginnen. Janet, ich habe meine Runde beendet. Brauchst du mich noch in diesem Sektor? Okay, ich kehre zur Zentrale zurück. Scheint ein ruhiger Tag zu werden heute, was? Hast du heute Morgen das Meer gesehen? Hey, Moment! Ich rufe zurück. So, können Sie mich hören? Sieht nach einer Schussverletzung aus. Sie Ihre Beine bewegen. Ich kann mich an nichts erinnern. Schaffen Sie es bis zum Pickup? Mal schauen. So, da sind wir also nun jetzt mitten im Spiel. Wir sind ein bisschen verschwommen hier. Wir sehen so gut wie nichts. Und ich laufe einfach mal komplett in die falsche Richtung. Einfach weil ich dann noch mehr Gelegenheit habe, hier diese wunderschöne Blöre zu zeigen und ein bisschen was zu erzählen. Warum mache ich 13? Ich habe mich für 13 entschieden, weil 13 einfach ein wunderbares Spiel ist. Ich bin auch gespannt, wie das läuft. Es ist schon ewig her, dass ich Shooter gespielt habe. Und ich finde 13 ist ein richtig geniales Spiel. Und leider gibt's zu 13 nicht wirklich. Der Helikopter. Also wir sind hier jetzt offensichtlich auf der Flucht. Lasst ihn nicht entwischen! Erschießt ihn! Ja, will ich ja. Ich hol dich auf
werde sie zum Rettungsposten begleiten. Also das finde ich eh total seltsam, dass die Frau mich nicht stützt. Gut, aber was ich eigentlich sagen wollte, warum ich 13 spiele. 13 ist zum einen, hat eine Hammergeschichte. Helen, ich bin's, Janet. Ich habe gerade einen Verletzten am Strand von Brighton aufgelesen. Er hat keine Papiere und kann sich an nichts erinnern. Ich würde ihn gerne scannen. Hast du Zeit? Eine Stunde? Sind schon unterwegs. Können Sie sich immer noch nicht erinnern? Ich habe diesen Schlüssel in Ihrer Tasche gefunden. Sagt Ihnen die Winslow Bank etwas? Hier, bitte. Wer ist da? Ach, du Kacke. Hallo? Ja, schlechter Moment. Sag morgen gut, dass wir das Ziel erfasst haben. Ich melde mich, wenn wir fertig sind. So, dann werde ich mal zuschauen. Entschuldigung, ich rede nachher weiter natürlich. Wenn wir ein bisschen mehr Ruhe haben. Jetzt ist ja alles gerade ein bisschen sehr stressig. Und deswegen einfach mal ein Medipack benutzt. Deswegen könnt ihr es mir hoffentlich verzeihen, wenn ich erstmal ein bisschen Ruhe mache. Ruhe. So. Kommt her, Jungs. Er lebt. Ist aber übel zugerichtet. Genau. Zack. Sehen. Beweg dich. Jetzt bist du ja da. Komm her. Diesmal entkommst du. So. Wollen wir doch mal sehen, ob wir diesmal nicht entkommen. Da gibt es noch mehr Wurfmesser, genau. Wurfmesser. Und hier habe ich einen Schlüssel. Hier gibt es noch Magazine. Und dann wollen wir mal gucken, was der Typ so dabei hatte. Gut. Dann wollen wir mal schauen, wie wir hier... Oh, der hat hier Munition liegen lassen. Dann wollen wir doch schauen, wie wir hier wegkommen und dabei möglichst auch noch gut überleben. So. Entriegeln Sie die Türe, drücken Sie einmal auf Aktion, um den Schlüssel und ein zweites Mal, um ihn zu benutzen. So, Schlüssel und jetzt noch drittes Mal, um die Tür aufzumachen und wir haben ein AK-Sturmgewehr. Oder auf Deutsch eine Kalaschnikow. Ich glaube allerdings nicht, dass ich die gerade brauche. So, hat deine Waffe fallen lassen? Eigentlich ja. So, die habe ich eingesammelt. Sehr schön. Dann laden wir mal neu. Hat der gerade gut funktioniert. So halbwegs. Gut, ja, jedenfalls finde ich es ein bisschen schade, dass es noch nicht so wirklich viele Let's Plays, Janet, ich bin's, Frank. Antworte, wenn du da bist. Janet, wo bist du? Wir warten in der Zentrale auf dich. Ruf mich zurück. Ich darf das echt nicht erzählen, oder? Also das Spiel will dauernd, dass ich es nicht erzähle, also dann lasse ich es einfach. Nein, sprich, 13 finde ich ein ziemlich geniales Spiel und ich finde es schade... Das Spiel ist leider ein bisschen gefloppt, obwohl es ziemlich gute Kritiken bekommen hat und ich finde das eigentlich ziemlich genial. So Comic-Style-Grafik und eine sehr interessante Geschichte. Ich weiß nicht, ob ihr die Comics kennt. Es gibt 13 Comics. Oder ein Comic. Ja, komm schon. Na, das war ein bisschen dämlich jetzt von mir. Wie gesagt, ich habe schon länger keine Shooter mehr gespielt. Nein. Runter. So, komm her. Ich habe schon länger keine Shooter mehr gespielt. Ich meine, das merkt man wahrscheinlich.
dann demnächst. Auf jeden Fall finde ich 13 so ein geniales Spiel, das auf jeden Fall verdient hat, eine ordentliche Repräsentation bzw. ein ordentliches Let's Play zu bekommen. Autsch. Dich töten? Den Schließfachschlüssel. Okay, ich bin also scheinbar Nummer 13. Und ja, wie gesagt, auf YouTube gibt es eigentlich viel zu wenige Let's Plays bzw. Vorspiele zu 13. Und deswegen dachte ich mir einfach, machen wir doch eins. Tschüss. Genau, beziehungsweise es gibt eigentlich, also ja, es gibt schon, es gibt ungefähr drei, aber die fand ich nicht so ansprechend. Ist nicht mein Fall. Also ist eine etwas andere Zielgruppe gerichtet und es gibt einen richtig guten, finde ich eigentlich. Shuffy hat dann ziemlich coolen gemacht. Bloß leider hat Shuffy das Vorspiel von 13 nicht zu Ende gespielt. Finde ich ein bisschen schade. Aber ich hoffe ja mal. Boah, dass ich das auf ähnlichem Niveau zu Ende spielen kann. Dann. Ah, wo bist du? Hier gibt's Moon. Boah, ich komme gerade voll übelst durch. Also so schlecht habe ich das schon lange nicht mehr gespielt. Ich habe es mal natürlich angespielt, ein bisschen. Da bin ich wesentlich besser durchgekommen. Aber ich meine, jetzt fasel ich ja natürlich auch irgendwie Zeug nebenher. So, mach ich doch mal einen Reload. Und ich glaube, ich packe jetzt mal die AK aus. Geht ja nicht. Seh, wo bist du? Hinter mir? Nein, nicht hinter mir. Ach, jetzt ist ja egal, komm. Rein, in Knie. Eigentlich. So, ich glaube, boah, 30 Gesundheit ist sehr übel. Wir haben es geschafft und dann können wir auch schon abhauen. Armes Mädel. Und zwar völlig unbeteiligt auch noch und unschuldig. Und wir sind auf dem Weg nach New York zur Winslow Bank. Wo wir ja diesen Schlüssel bekommen haben, seltsamerweise. Offensichtlich leiden wir unter einer Amnesie und wir versuchen uns sukzessive jetzt langsam Stück für Stück zu erinnern, was denn eigentlich war, und unser einziger Ansatz quasi ist jetzt hier die Winslow Bank. Und dann schauen wir mal, ob wir da ein bisschen unser Gedächtnis auffrischen können.